Sie ist rasiermesserscharf, 80 cm lang und 2,5 Kilo schwer, die Doppelaxt. Für mich ist das faszinierend. Ich habe früher Fußball gespielt. Mittlerweile machen das meine Knochen nicht mehr so mit. Da kann ich auch in meinem Alter jetzt noch einen Sport treiben. Ich glaube, die Faszination ist gerade, weil es so einfach ist, weil es jeder machen kann. Nur wenn es die Leute dann probieren, sehen sie, wie schwer es ist. Man braucht eine gewisse Technik dazu und man braucht natürlich eine gewisse Ruhe dazu. Also volle Konzentration. Wobei es ist wirklich nicht einfach, diese Zielscheibe zu treffen. Ich denke, die Technik alleine ist gar nicht so wichtig, weil wenn Sie das hier auch sehen, jeder hat eine andere Technik. Ich glaube, die Nerven, das ist das Wichtigste. Wenn man da vorne steht, hinten dran murmelt das Publikum, beim zweiten Wurf fängt die Axt so an, ein bisschen an zu wackeln und da muss man sich einfach unter Kontrolle haben. Und wer gute Nerven hat, der wird dann gewinnen. Die Regeln? Die Zielscheibe ist 6 Meter und 10 Zentimeter entfernt. Jeder Doppelaxtwerfer hat 6x6 Würfe, die Jury zählt die Punkte. Es geht um Konzentration, Geschicklichkeit, einen eigenen Stil. Ein perfekter Sport. Übrigens nicht nur für coole Männer. Mein Mann und ich machen im Sommer bei jedem Wettbewerb in Schweden mit, von Norden bis Süden. Und ich werfe zu Hause jeden Tag Doppelaxt. Wenn meine Kartoffeln kochen, kann ich in der Zeit ja lässig 20 Trainingswürfe machen. Das Axtwerfen, das Yxdoskdornaförbundet, ist in Schweden richtig populär. Und auch in Repollingen wird es immer attraktiver. Neueinsteigerin Ulrike wirft hier mit der Doppelaxt zum allerersten Mal und garantiert nicht zum letzten. Hab schon zu meinem Mann gesagt, das machen wir jetzt öfter zu Hause. Doch, ganz toll. Denn Doppelaxtwerfen macht richtig glücklich. Couldn't be more happy than today. Doppelaxtwerfen in Repollingen mit vielen erfolgreichen Sportlern, einem schwedischen Sieger und demnächst sicher noch mehr Konkurrenten mit diesem Ziel.